Herzlich willkommen zurück zu Company of Heroes 2. Lang, lang ist's her. Heute machen wir mal wieder ein Replay. Und zwar haben wir heute den Angel, möchte ich mal abkürzen, das und gegen den Kost. Der Angel aktuell im UKW, das er hier spielt, auf Rang 1 und der Opportunity Kost auf Rang 11 im 1 gegen 1 mit den Sowjets. Dann machen wir es doch einfach wieder wie gewohnt. Schauen wir uns erstmal die Kommandanten an, was wir hier so Schönes haben. Elite-Panzerdoktrin mit Sturmtiger und Sonderkraftfahrzeug. Die gute alte Luftwaffe Bodentrupp-Doktrin. Sehr gute Sache. Ich bin mal gespannt, ob das hier zum Einsatz kommt. Und ja, Feuersturm mit Flammenpanzer und Raketensperrfeuer und Obelblitz. Da werden wir uns überraschen lassen. Auf sowjetischer Seite. Ich weiß nicht, warum hier der Fog of War noch an ist. Ja, das ist typisch. So, jetzt ist er aus. Gepanzerter Sturm war eine Zeit lang, ist eigentlich immer noch, denke ich, richtig cool. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt, glaube ich, 4 Jahre her, dass ich zuletzt wirklich Videos im Stück gemacht habe. Deswegen seht es mir nach, wenn ich hier nicht mehr up-to-date bin. Auch deshalb gucke ich mir das hier an, einfach mal wieder wissen, wie es aktuell aussieht. Verbundene Waffentaktik, KV-1. Das letzte Mal, wo ich gespielt habe, war die PPSH nicht mehr, PPSCH nicht mehr. So das, was ich was ich wollte, dass sie ist, hat sie ganz schön genervt. Und dann, okay, vorgelagertes Hauptquartier, eine sehr Micromanagement-intensive Taktik. Okay, schauen wir uns das Ganze an. Wollen wir nicht lange drumherum reden. Wo ist die Pause-Taste? Da, los geht's. Das Ganze on Farm und Well Approach hat sich also map-technisch hier noch nicht so viel getan. Wir sehen jetzt als allererstes mal ein paar Rekruten und Grenadiere auf der anderen Seite rauskommen. Lass mal hier den Cut-Off nach oben, okay. Volksgrenadiere sind da. Sehr interessant. Angel geht hier gleich erstmal auf Aggression, denn der wird wahrscheinlich vermuten, dass der gute Herr Kost hier unten den Cut-Off bereits einnimmt. Spätestens jetzt weiß er es und wird sich auch denken können, wo es als nächstes mit dem Gegner hingeht. Jawohl, schön. Ja. Soft Retreat. Die Sturmpioniere sind einfach viel zu stark. Also gegen die normalen Russenpioniere. Währenddessen können die Volksgrenadiere hinten schon mal ein bisschen was einnehmen. Rekruten sind jetzt auch da. Ja, da hat er sich vielleicht ein bisschen verschätzt hier, der Kost. Ist aber auch am Anfang immer so eine 50-50-Entscheidung, wo man hingeht. Jetzt versucht er hier den Pioniertrupp rauszurushen. Hat jetzt hier ein paar Schwierigkeiten mit dem Micromanagement. Versucht jetzt vielleicht hier die zu umrunden, oder was macht er hier? Ne, das war nur Ablösung, okay. Ja, aber das ist hier... Ja, wohl. Wir stehen zwar hier in guter Deckung, aber auf Dauer... Weiß ich nicht, ob sie hier gegen die besseren Fernkampfwaffen umkommen. Entfernung. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Wir haben jetzt hier unten Kübelwagen. Kübelwagen, Kübelwagen. Volksgrenadiere bereit zum Einsatz. Also der Angel ganz klar hier auf Konfrontation gebürstet. Aber sein Sturmpioniertrupp hat jetzt schon die Hälfte an Lebenspunkten verloren, ohne auch nur einen Mann zu verlieren. Das ist am Anfang echt ungünstig, weil wenn man noch keinen Heal hat, ne, und dann... Ich meine, das teilt sich ja auch auf die Leute. Wenn einer gestorben wäre, könnte man den Trupp ganz schnell wieder auffüllen. Aber dadurch ist das Ganze jetzt etwas unschön. Solange er keinen Heal hat, wird das auch so bleiben. Da wird sich also nichts dran ändern in dem Health Point Button. Und das kann dann nachher ganz schön schnell gehen, dass die Pioniere weg sind. Okay, hier versucht er mit Masse gegenzugehen, der Angel. Jetzt haben wir hier oben noch einen Pioniere. Ein Opel Blitz. Oder ist mich jetzt ganz getäuscht? Nee, Quatsch. Wie komme ich denn jetzt auf Opel Blitz? Oh mein Gott, das ist einfach viel zu lange her. Nein, natürlich nicht. Das ist ein ganz normales nächstes Tier, was hier herangeschoben wird. Oh, die Volksgrenadiere.
aufpassen, aufpassen. So, jetzt mit Masse jetzt am Vorpushen. Vielleicht versucht er jetzt hier wirklich was aufbauen. Wäre natürlich eine Möglichkeit, um schon früh Druck zu machen. Oh Gott, ich bin schon völlig neben der Spur. Pioniere bauen hier oben. Okay, nimmt er nicht ein. Ja, das ist die Masse der Sowjets, die jetzt hier ganz schön gegenpusht. Und aufgrund ja, seiner niedrigen Health Pioniere hier kann er auch wenig machen. Ah, okay. Also bisher sehen wir hier einen ziemlichen Standardaufbau, wie er eigentlich auch noch vor 4-5 Jahren erfolgte. Nämlich mit dem Sonderkraftfahrzeug ziemlich schnell hier Druck machen. Ist aber auch, denke ich, eine gute Lösung, zumindest jetzt auf kurze Sicht gesehen. Denn gegen die Masse an Grenadier, an Rekruten kommst du halt nur mit einem Fahrzeug aus dieser Sicht jetzt erstmal an. Oder mit einem MG vielleicht. Aber diese Map ist halt so verwinkelt und voller Mauern, dass so ein MG wahrscheinlich auch dauer als mal nicht hilft. Da ist so eine mobile Einheit schon nicht schlecht. Und schwuppdiwupp ist der Russe wieder von der Karte. Zumindest zum Teil. Ne? Also hier oben die Punkte gehen jetzt so langsam wieder in Richtung deutsche Hand über, aber der Punktverlust, Ressourcenverlust war doch schon nicht ganz unerheblich. Wir sehen es hier unten. Der Deutsche mit einem, gut, er hat jetzt auch das Sonderkraftfahrzeug geholt, ne? Aber trotzdem jetzt aktuell 20 Sprit weniger. Jetzt auch nicht im Kopf, wie viel der Sonderkraftfahrzeug kostet, wenn wir hier gucken. Ach ne, ist ja nur ein. Hier, was gucken. 15 Sprit. Ne, dann ist es recht ausgeglichen. Alles gut. Ja, und jetzt gleich hier den Cut-Off, damit der Post nicht wieder die Ressourcen, die er jetzt hier unten nimmt, nicht nutzen kann. Ja, so kann man auch mit relativ wenig Einheiten Druck machen, aber okay, 4 gegen 5 Einheiten. Jetzt kommt gleich noch die Pack dazu. Das wäre also etwas für den Kübelwagen. Damit muss er aber rechnen, also er muss jetzt rechnen, entweder mit den Panzerabwehrgranaten oder eben der Pack. Und wenn er schlau ist, weiß er das auch. Ja, ein Blick auf die Uhr verrät es. 5 Minuten 30 Sekunden. Das könnte knapp werden. Naja, schauen wir mal. Er könnte es ahnen. Noch hat er keine Abwehrmaßnahmen ergriffen. Aber gut, gegen eine Pack. Infanterie, ne? Und die hat er ja. Und er hat auch 2 Wett-1-Truppen jetzt mittlerweile. Der Gegner konnte sich da jetzt bisher noch nicht so etablieren. Da kommt die Pack. Auf jeden Fall gut rausgespielt hier gegen die Übermacht der Sowjets. Auf jeden Fall den Boden zurück. Oh, jetzt kommt die Pack. Aber er hat hier die ganzen Wasser-Infanterie schon. Ja. Und das ist es auch mit einer Pack auf dieser Karte. Schwierig. So, jetzt hat er den Schuss im besten Fall von der Pack gesehen. Ja, das hat er. Oder zumindest gehört. Oh, der Druck wird nicht lange durchhalten hier. Jetzt muss was kommen, sonst wird der Russe jetzt auf Dauer, denke ich, mit einem guten Micromanagement auf Seiten der Pack. Die Oberhand zurückgewinnen. Er hat ein Tier 2 gebaut. Okay. Haben wir drin das Flakcraft-Track. Okay. Na gut, den. Wer baut den schon? Den habe ich selten gesehen. Eigentlich nie. Ja, und die Haubitze, das Infanteriegeschütz 18 ist jetzt auch nicht das Optimum. Ich glaube, er hat es gebaut. Wegen, unter anderem wegen seiner Strompioniere, weil die so weit runter waren. Hier die Artillerie. Au, jawohl. Artillerie-Modus und zieh durch. Da nützt auch die Barrikade nicht viel, die hier noch steht. So, Volksgrenadiere aufgerüstet. Mit ein wenig neuer Waffentechnologie. Schönes Micromanagement auf jeden Fall. Hier oben die Seite auf jeden Fall halten. Kübelwagen ablösen durch das Sonderkraftfahrzeug. Gut.
Oh, Flammenwerfer. Auf russischer Seite jetzt. Und PPSH, also der Gegner hat sich entschieden, entsprechend auf die Fahrzeugdoktrin zu reagieren. Das, ja gut, ja, also ob wir den Sturmtiger sehen, das wird recht unwahrscheinlich, denke ich. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, ja, Sturmgewehr 44. Sehr nice für den Nahkampf. Aber hier auch die gerade Schützen, die können auch ganz schön gut. Zieh die zurück. Jawohl. Ist hier das MG? Ja, sehr intensives Gefecht auf jeden Fall. Aber man sieht es auch aufgrund der Doktrinwahl. Es ist immer diese Sache Aktion-Reaktion. Ne? Also die Doktrin des Sowjetspielers, des Kostes, ist natürlich eine direkte Antwort auf die Doktrin vom Angel, denke ich mal. Also wer zuerst die Doktrin wählt, ganz klar, der andere wird entsprechend in der Regel darauf reagieren mit seiner Doktrin. Der KV-1, aber ich meine, es ist generell eine gute Doktrin, die hier der Kost gewählt hat. Ich meine, der KV-1, KW-1, den kannst du immer gebrauchen. Und die Gladeschützen sind einfach eine coole Einheit. Also machst du eigentlich nichts falsch mit dieser Doktrin. Schön auch jetzt hier unten der Cut-Off. Also gut, dass er dir diesen Cut-Off noch eingenommen hat. Es verzögert einfach alles, was der Sowjetspieler jetzt hier machen kann. So, hat er denn schon was gebaut? Ja, hat er. Jawohl. Oha, hier stehen noch eine Menge Einheiten rum. Da hat er jetzt nicht so ganz aufgepasst. Aber das ist eben die Kunst dieses Spiels, ne? Bei dem ganzen Micromanagement, das so zu handeln und nichts zu vergessen. Jetzt haben wir hier oben noch ein Upgrade bekommen für den Sonderkraftfahrzeug. Schön. Den besseren MG obendrauf. So, ich muss auch nochmal nachgucken, fix, was das. Genau, was das jetzt genau für eine Verbesserung ist. Oh, was der alles hat. Abriegelung aktivieren. Passivsignalstärke. Mann, Mann, Mann. Ja, das lohnt sich. Auf jeden Fall. Gegen die Masse am Anfang. Und gegen die Masse, die jetzt kommt, hilft im Endeffekt nur das Sturmgewehr. Das hat er ja da. Und, tja, Fahrzeuge. Bei den Deutschen. Fahrzeuge. Fahrzeuge, Fahrzeuge. Das war knapp. Naja, hat er jetzt schon die Panzerabwehrgranaten? Jawohl. Oh, 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 ich denke, das war's. Wenn er die Pack jetzt rechtzeitig hinterherzieht. Ja, der kürzeste Weg führt hier hinter die Mauer. Ah, er hat sich mit der Pack verfranst. Und Nebel, auch noch. Ah, das Ding hat wirklich alles, was man braucht. Sehr schön. Und die PPSH macht sich jetzt. Ach Quatsch, die PPSH, die gerade Schützen machen sich jetzt hier über das MG her. Uiuiui. Uiuiui. Aber Angel rüstet auf. Infanterie-technisch. Obersoldaten. Ja, Obersoldaten. Gegen die ganze Masse hier. Alter, was heißt die Masse? Die sind ja bloß drei Rekruten. Frisst ja natürlich zum Frühstück. Obersoldaten. Recht ausgeglichen das Ganze. Hier oben wird die Flanke gesichert mit dem Tier 4-Gebäude. Jetzt können auch die etwas schwereren Panzer bald rollen. Schauen wir mal. 113 Sprit hat er. Da lässt sich schon bald was machen. Panzer 4 müsste ja. Kann man den hier bauen? Panzer 4? Ist der nicht in den Standard gewandert? Ja, ist in Standard gewandert. Richtig. Ah, ich kann mich noch daran erinnern, dass der mal irgendwie gewandert ist. Ja. 140 kostet. Okay. Jetzt ist er natürlich hier überlebt gefährlich, aber gleich Nebel. Sehr schön. Aufschießen. Ja, gut, er könnte in den Nebel schießen. Macht er auch. Aber gutes Micromanagement. Hier oben mit den Obersoldaten auch direkt aufgerüstet. Tja, also infanterietechnisch hat er hier natürlich jetzt erstmal, würde ich sagen, der Angel die Oberhand.
wenn der Sowjet die Masse hat, die besseren Waffen sind eindeutig aktuell auf deutscher Seite. Deswegen wird er hier gerade im Mob versucht vorzupushen. Aber er wird jetzt staunen, wenn er jetzt hier das Tier 4 sieht. Oder was heißt staunen? Vielleicht etwas doof gucken. Seid ihr jetzt schon mitbekommen, weil die Pack. Ja, ja, doch. Okay, er hat schon mitbekommen. Pack schießt schon. Ja, dagegen anzureparieren ist, glaube ich, hoffnungslos. Wir haben ja auch noch keinen Wettstatus hier. Ist ein G. Schwierig, schwierig. Ja, hier hätte gleich sich irgendwie aus dem MG-Bereich rauslavieren müssen. Aber das ASMG ist, na gut, aber so stark gepinnt ist es jetzt auch nicht. Das ist wieder Pack. Naja. Ja, das Gebäude ist hinüber. Das war dann doch etwas zu lustig. Und das ist ein herber Verlust. Das ist ein richtig herber Verlust. Das verzögert jetzt einfach jedes deutsche Fahrzeug. Und wir sehen es ja auf sowjetischer Seite. Es sind zwei Packs draußen schon. Das wird interessant. Obersoldaten noch retten. Wenn die verloren gehen, kann man auch mal keine nachbauen aktuell. Aber gut, der Kübelwagen ist hier ein reines Eroberungsinstrument. Da ist der. Kann jetzt nicht viel machen hier. Ja, das sind die hier auf verlorenem Posten. Das ist auch nur eine Frage der Zeit, dass das schief geht hier. Oh, Glück gehabt, hier, dass das Wrack den Schuss abgeblockt hat. MG zurückziehen, jawohl. Oh, kriegt er das noch? Ja, das kriegt er noch. Nein, er kriegt es nicht mehr. Oh, was für ein derber Verlust. Was für ein derber Verlust. Weil wir mit etwas Glück. Ja, er holt es zurück. Sehr gut. Sehr gut. Aber jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, macht er gut. Der Kost. Sowjetmasse, ne? Da kann man schon mal was überspülen. Das MG hier ist auch nur eine Frage der Zeit, so ein Kübelwagen, der hat ja keine Panzerung. Aber auf jeden Fall Hut ab. Bisher der Sowjetspieler, also Kost hier ohne Fahrzeug, über die Runden gekommen. Hat es trotzdem geschafft, jetzt so ein bisschen Treibstoff anzubunkern. Jetzt schauen wir mal, er hat aber jetzt auch dann Tier 3, okay. Okay, was macht er jetzt hier? Wieso ist das gelb? Es war immer gelb, wenn ein Opel Blitz da war. Ah. Wahrscheinlich ist das hier dieses Signalgedings. Uiuiui. Okay. Minensucher, ganz klar. Ich weiß nicht, ob man jetzt noch einen bauen oder jetzt noch. Okay, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste, ne? Aber Minensuchgerät jetzt. Ich meine, er hat bisher noch überhaupt keine einzige Mine gelegt, der Sowjetspieler gekostet. Das bedeutet eigentlich, ja gut, dass er ganz gut ohne Mine auskommt. Schon wieder die Artillerie hier bouncen. Ja, spannendes Spiel bisher. Also es hat niemand so wirklich die Oberhand, es geht so hin und her. Momentan ist der Sowjetspieler mit den Ressourcen ein bisschen besser gestellt. Aber ansonsten war ja auch eine ganze Weile, oder zwischendurch auch eben, wir sprechen mal. Ja, auch zurückgeworfen worden, also von daher. Es lohnt sich ein bisschen der Punktenvorsprung, den Angel hier angehäuft hat. Aber die Obersoldaten ja wohl doch, die haben eine Deckung. Die halten hier durch. Aber es ist auch hart. Ich meine, die Volksgrenadiere, die machen gar nichts.
weiß nicht, warum die. Irgendwie haben die keine Sichtlinie oder er gibt denen halt ja oben keinen Befehl, den Fox zu grenadieren. Aber die Verluste hätte ich jetzt hier etwas minimieren können von den Obersoldaten. Ja gut, so eine tote Kuh, ne, die gibt halt auch nicht besonders gute Deckung. Das ist hier. Ah ja, das Duell, das war nicht zu gewinnen. Die gegen MG. Ja, ah, okay, er greift jetzt hier von der Flanke an. Sehr gut. Zweimal Flammenwerfer. Oh, oh, oh. Also der Angel kann vom Glück reden, dass sich der Kost jetzt hier so ein bisschen eingräbt und nicht unten links irgendwie noch versucht, auf die ganzen Ressourcen zu gehen, denn das. Aber okay, dann würde er sich in der Mitte ziemlich entblößen. Aber wahrscheinlich, er will hier, ja gut, okay, er will ja den mittleren Punkt haben, damit er auch noch ein paar Victory Points bekommt. Ja, ich sehe auf deutscher Seite gerade so ein bisschen Ratlosigkeit, habe ich das Gefühl. Da wird sich gerade neu ausgerichtet. Es ist keine neue Einheit im Kommen, der Fuel häuft sich hier an, wahrscheinlich wartet er auf den Sturmtiger. Ja. Aber er hat ja nur schon 10 Punkte. Tja. Wir brauchen hier. Was braucht er hier? Schwere Panzer autorisieren. Benötigt Hauptquartier der schweren Panzer. Tja. Das hat er noch nicht. So sieht's aus. Ah, Moment. Das Ding kann ja wieder nur gebaut werden, oder? Rufst du den oder baust? Nee, den baust du. Den rufst du. 570. Cap. Oh, und 165 Fuel. Naja, okay. Jetzt kommt irgendwas mit Fuel. Giga 2! Okay. Habe ich irgendwas übersehen, sag mal? Wo hat jetzt den Giga 2? Hier? Wo hat jetzt den Giga 2 gemacht? Lol. Ey, wo hat ihr den Giga 2 gebaut? Wo hat ihr den verdammten Giga 2 gebaut? Hauptquartier? Hauptquartier nicht. Tier 2 nicht. Tier 3 nicht. Hat er irgendwo ein Tier 4 hingebaut? Nee. Und hier kann er das auch nicht rufen. Ja, gut. Ja. Also klärt mich mal auf in den Kommentaren am besten. Wo hat er das Ding jetzt her? Ich meine, früher gab es den per Doktrin und jetzt kannst du den einfach so holen. Ohne irgendwas machen zu müssen. Hä? Naja. Er ist da, also sei es ihm gegönnt. Jetzt wissen wir auch, wofür die 200 irgendwas Treibstoff gebunkert hat. Ja, und die Su 85 ist jetzt natürlich ein optimaler Gegner. Optimaler Counter. Ich persönlich bin ja gerne mit Jagdpanzern unterwegs, weil Jagdpanzer diesen großen Vorteil haben, dass sie so weit schießen können. Ähnlich wie die Pack, ne? Man sie also nicht so krass immer in Gefahr bringen muss, wie zum Beispiel den Tiger 2 oder den Panzer 4. Deswegen überleben bei mir die Schnucks auch immer länger, beispielsweise. Also ein Tiger, ich meine, der ist langsam, er ist groß, er hat natürlich viel Bums, ne? Aber er ist langsam. Und sich dann entsprechend vor so einer Su-85 wieder zurückzuziehen. Ja. Aber er teilt natürlich aus. Auch so einer Su-85. Aber per se ist das ein super Panzerjäger. Und bei den Sowjets brauchst du halt hauptsächlich Panzerabwehr. Den Rest macht man halt mit einfach Masse-Infanterie, so wie Kost das hier macht.
Und zur Abdeckung gegen Panzer brauchst du halt ein, zwei Packs und eine Su-85. Das ist super bequem. Und dafür darfst du den Tiger natürlich nicht zu nahe kommen lassen. Die Packs vom OKW sind jetzt auch nicht die besten. Von daher hat er hier mit seiner Su auch erstmal nicht allzu viel zu befürchten. So, jetzt geht's hier unten. Warte, ist der Kost auf die Idee gekommen, hier unten links mal noch zu cappen. So nach und nach jedes einzelne Gebiet hier zu holen. Aber es kommt Nebelwerfer, wie ich jetzt hier gerade sehe. Eine Stuka zu Fuß. Das wird ungemütlich. Gegen Mobs. Vor allem, wenn er wirklich trifft und hier vielleicht so eine komplette Pack ausschalten kann. Ich meine, es ist es halt, wenn du dich einbunkerst, zu allen Seiten dicht machst und besonders bei den Sowjets kannst du ja nicht mal eben eine Einheit irgendwo stehen lassen. Das ist so wie hier, da stehen halt gleich 3, 4 auf einem Haufen oder in dem Fall halt 6, 7. Wenn dann so eine Stuka zu Fuß mal reinrotzt, ja, dann kann das auch ganz schnell mal vorbei. Aber dafür hat man ja eben seine Su-85. Ja, das hier war jetzt auch ein bisschen risikoreich mit dem Panzer vorfahren. War noch nie so eine besonders gute Idee. Ganz ohne Infanterie. Aber es ist halt, du hast nicht genug Infanterie, um zu cappen und dann noch einen Vorschuss zu machen als Deutscher. Das ist die Stuka zu Fuß. Das tat weh. MG ist weg. Au. Au. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so ein kleiner Wendepunkt sein könnte. Denn trotz allem macht der Angel es ja gut. Er hält ja trotzdem immer noch die Punkte, die er braucht, um seine Ressourcen zu bekommen. Ist jetzt wieder auf 75 Treibstoff. Ja, die Obersoldaten, die schmelzen hier natürlich dahin, trotzdem Wett-3-Status. Okay, die Su würde ich jetzt da. Fokus nach vorne wahrscheinlich. Ja, jawohl, er guckt, genau. Fokus nach vorne und dann schön drauf und Tiger. Aber man sieht es halt, ne? Es kann trotzdem abprallen. Da prallt trotzdem gerne ab. Aber das ist das Schöne und das Fordernde an Company of Heroes. Es gibt immer diese Phasen, wo du entsprechend reagieren musst. Ne? Mal hast du als Deutscher die Nase vorn, dann hat der Sowjet wieder ein mehr Truppen ausgehoben oder seine Truppen verbessert und dann geht es wieder in die andere Richtung. Und dann entsprechend auf diese Nuancen im Spiel zu reagieren, was macht der Gegner, welche Doktrin hat er und das ist schon das zusammen mit dem Micromanagement und das macht das Spiel halt auch so super intensiv. Richtig intensiv. Also ich kenne eigentlich kein anderes Spiel, was mich in den Jahren, wo ich PC spiele, so extrem gefordert hat wie Company of Heroes 2. Okay, andere würden jetzt vielleicht sagen StarCraft 2 oder StarCraft 1, oder, ne? Aber nee, ich denke, von diesen Spielen hat COH2 immer noch den höheren Tiefgang und die höhere Strategiekomponente. Jetzt geht's, wo geht's lang? Wo geht's lang? Ah, ja. Ah, nicht optimal gezielt. Schade. Er bräuchte jetzt irgendwas zum Auskundschaften, ne? Um genau zu gucken, okay, wo steht der Gegner. Aber macht er immer wieder gut hier mit der Su-85, wenn wir wieder rauspieken, gucken, wo ist der Gegner, vor allem mit der Sicht nach vorne, überhaupt kein Thema. Und so langsam den Wettstatus hochziehen. Na, was kriegt er auf Wett 1? Nicht da aufspüren. Okay. Ah. Ja, okay, alles klar. Ja, das kriegt er erst mit Wett 1. Ich dachte, das hat er schon von voran, aber nein. Das kriegt er erst mit Wett 1. Aber jetzt ist es halt. Das Eingebunkere ist hier qualitativ
Gut umgesetzt vom Boss. Nein, die SU-85 reicht völlig aus. Jetzt kommen wir KV-1. Schweres Gebälk walkt sich durch die Karte. Aber prinzipiell hat der Angel alles, um sich nochmal vorzuarbeiten. Man muss es nur geschickt anstellen. Aber es ist halt auch einfach nicht so leicht. Er hat nicht diese mobilen Einheiten. Ich weiß, also gegen SU-85, aber ich glaube, die hat er erst später gesehen. Ich weiß, so ein Tiger 2. Ob das die bessere Alternative zu einem Panzer 4 gewesen wäre in dem Falle, ich weiß es nicht. Also zwei Panzer 4 können, denke ich, mehr ausrichten unterm Schnitt als ein Tiger 1. Weil sie können flankieren und das ist halt der Albtraum für die SU-85. Und auch für die Pack. Der Stuka zu Fuß kann man sich ja dann immer noch um die Infanterie kümmern. Aber so mit zwei Panzer 4. Ich meine, er kriegt ja die SU-85 kaum ins Sichtfeld. Ne? Die sieht ihn, er sieht sie aber nicht. Und er hat nicht genug Infanterie hier, der Angel, um noch irgendwie vorzulaufen und die SU-85 irgendwie aufzuklären. Und selbst wenn er es könnte, ne? Okay, jetzt hat er vielleicht mal eine Chance, weil die jetzt einen Motorschaden hat. Dann müsste er sich jetzt hier aber die Packen irgendwie schnappen. Ne? Ah, jetzt kommt KW-1. Deswegen hat er es auch nicht gemacht. Oh, das ist riskant. Ich meine, selbst wenn die SU, wie jetzt hier, einen Motorschaden hat, also, das ist einfach egal. Okay, das war ein guter Hit. Das war ein sehr guter Hit. Sehr guter Hit. Oh, schön. Sehr schön. Na, und das ist genau dieser Moment. Ich denke, das ist einer dieser Momente, der einfach dieses komplette Spiel wieder kippen lässt. Jetzt hat er die SU-85 quasi den besten Anti-Tank-Schutz, den Kost auf dem Feld hatte, hat er geknackt. Jetzt kann er sich so langsam wieder vorarbeiten. Und das ist es halt. Wenn du als Deutscher die Möglichkeiten hast, beziehungsweise das Material hast, und das hat er ja eindeutig hier, dann kannst du auch aus dieser fast Einbunker-Situation in der Base auch irgendwie wieder rauskommen. Muss es nur gut anstellen. Ja, wichtig hier das MG. Dass man so ein Wett-MG hat. Okay, ich würde sagen, beim UKW vielleicht hat er doch. Der hat auch dieses Panzerbrechen im Angeschoss. Also es ist schon wichtig, dieses Wett. MG ist enorm wichtig. Stuka zu Fuß ist zwar effektiv, wenn sie trifft. Ja. Aber guck mal, jetzt hat sie hier eine ganz breite Schneise gezogen und nicht einen Kill gemacht. Also die Stuka zu Fuß, naja, ist zwar nett, also viel Schaden macht, aber sie braucht halt extrem lange, bis sie wieder einsatzbereit ist. Und weil sie eben ja so extrem stark ist. Und deswegen, ja, wäre hier fast ein Mörser oder irgendwas Artillerietechnisches fast schon besser. Ich meine, was hat er denn für Optionen? Schauen wir doch nochmal. Er hat ja nur alles gefunden. Ne? Also, was er machen könnte, um. Ja, gut, das ist natürlich hier nicht der Raketenwerfer, aber hier dieses. Aber dieses Infanteriegeschütz 18, das war damals. Also, damals, wo ich es noch kenne, absoluter Müll, wenn es nicht wett war, weil es sonst nicht getroffen hat. Bonus gegen Sowjets ist natürlich dieser ganze Haufen an Gegnern. Das ist quasi, selbst wenn du daneben schießt, immer noch was treffen kannst. Dann das Ding dann auf Veteranenstufe irgendwie XY zu kriegen. Aber. Ja, auch so ein bisschen die Chance verpasst seitens des Sowjets, finde ich, bisher zu stark auf ein Gebiet fokussiert mit Infanterie. Er hat sich halt nicht aufgeteilt. Er hat ja die Masse. Er könnte theoretisch auch ein bisschen ausscheren. Hat er nicht gemacht. Dadurch steigt natürlich das Risiko. Gegen die Stuka zu Fuß. Da passt du aber ganz gut auf. Aber mit so einem KW-1 hältst du halt keine komplette Flanke. Das ist so. Aber er ist vorsichtig mit dem Tiger. Aber immer noch aggressiv genug, um den Sowjet wieder zurückzutreiben.
Respekt. Ah, Respekt. Auf jeden Fall Respekt. Oh, neue Su 85. Exakt die richtige Antwort, meines Erachtens, ne? Oh, der hat auch nicht allzu viele Möglichkeiten jetzt, ne? AW1, Sturmovik natürlich als Vorbereitung. Ist das die Anti-Panzer-Sturmovik? Also, ja, nee. Effektiv gegen die meisten Ziele. Nee, okay, das sagt du wie gar nichts. Aber es gibt ja diese Sturmovik, die. War das, glaube ich, die Sturmovik oder war das die andere Kram? Ich bin das nochmal gerne jetzt durcheinander, sonst in der Zeit. Die dann explizit gegen Panzer. Ne? Ah, das ist übel hier. Das war auch gut. Ah, herrlich. Ah. Aber gut gemacht, Su 85 wieder vorgeschickt und schon muss ich der Tiger 2 wieder zurückziehen. Aber mit einem guten Micromanagement von der Su 85, wir haben es ja vorhin gesehen, da kannst du so einen Tiger halt einfach mal zurückhalten. Aber hier prallen auch 50% der Schüsse ab. Das ist halt übel. Und so ein Tiger 2, wenn er einmal geschossen hat, ja, und trifft, ist dahin die Stufe zu Fuß verreckt. Das ist natürlich richtig, richtig bitter. Achso, wo waren wir? Ich wollte ja nochmal gucken, was er noch für Möglichkeiten hat. Also wie gesagt, Infanteriegeschütz 18 ist jetzt erst recht keine Lösung mehr, denke ich. Lux könnte man sich vielleicht überlegen, noch einen Lux zu holen, aber naja, der Lux hat halt gegen KW1 keine Chance. Ne? Und dadurch steht er zu geballt. Also für ihn der Lux ist gut. Quasi als Kübelwagen Deluxe, möchte ich mal meinen. Da kann der ganz gut wirken. Man kann auch viel mit einer Menge Pumas anrichten. Da gab es ja auch vor ein paar Jahren diese Strategie mit dem, mit einer Menge Pumas entsprechend doof zu machen. Oder mit zwei Pumas. Den Gegner eben immer hinterher zu fahren. Das hat ganz gut funktioniert. Okay, er bringt den nächsten Stuker. Quatsch, ja doch, Stuker zu Fuß. So, was hat er denn hier noch? Okay, Luftabwehrmodus ist erstmal uninteressant. Panzer 4, Panther. Jagdpanzer 4, nee, tatsächlich. Also artillerietechnisch ist der UKW ganz schön gut dran. Okay, dann kann ich das nachvollziehen, weil er jetzt hier die Stuka zu Fuß braucht. Ja. Diese Verteidigungslinie ist halt auch schwer. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er mit zwei Panzer 4 hier mehr Schaden hätte anrichten können und das Spiel womöglich schon ein gutes Stück in Richtung UKW verschoben worden wäre. Das artet jetzt so ein bisschen in dieses Late-Game-Spiel aus, was man hat, wenn es einfach zu lange dauert, nämlich dass man entsprechend nur noch dabei ist, sich um die Punkte zu kümmern. Dass man jetzt versucht, um Gottes Willen noch die Punkte zu kriegen, um entsprechenden Ficker runterlaufen zu lassen. Aber das ist jetzt natürlich essentiell. Er hat jetzt hier oben eine Pack verloren und er wird wahrscheinlich auch sein MG verlieren. Ne, hat er Glück. Hat saumäßig Glück, dass er das MG nicht verliert, aber der Raketenwerfer ist weg. Okay, Raketenwerfer. Okay, also hier unten sitzt eine Gardeschützentruppeneinheit rum. Passt einfach nur auf, okay. Naja, der Sowjet hält jetzt die Punkte, versucht darüber entsprechend das Spiel jetzt noch zu gewinnen. Und ich denke, er hat mit der Su 85 einer Pack. Oder einer Pack. Oh, jetzt kommt natürlich auch noch. Oh, jetzt kommt die Stalin-Orgel. Oh, ja, ja. Ja, das ist jetzt eindeutig ein Duell auf Augenhöhe. Und jetzt holt er den Jagdpanzer 4. Der Engel. Den Jagdpanzer 4. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so die richtige Idee ist. Weil er ist halt echt statisch. Er ist schon statisch mit seinem Tiger 2. Und dann auch noch statisch jetzt mit dem Jagdpanzer 4. Und so wie ich das in Erinnerung habe, Jagdpanzer 4 und Su 85, die nehmen sich, glaube ich, auch nichts. Also... Ja, eine ist glaube ich, recht ausgeglichen zwischen den beiden. Von daher... Ja, weiß ich nicht. Also, ich
Vielleicht bin ich auch einfach ein zu. Mag ich den Panzer 4 vielleicht einfach zu sehr, aber er ist halt einfach mobiler. Ne? Er kann hier über die Flanke wirken. Er könnte hier durch um die Garde schützen. Da können, ich meine, das sind nur noch 4 Leute. Der Russe ist so statisch unterwegs. Okay, jetzt kommt irgendwas. Nochmal ein Sturmbewegangriff. Nee. Nee, Quatsch. Stuka zu Fuß. Aber das ist es halt, ne? Da landen erst ein paar Rauchgranaten. Man sieht da, okay, jetzt kommen die Stuka. Alle mal so. Und wieder hat sie nichts gerissen. Also die letzte hatte zwar, ich glaube, wird 1 oder 2 oder vielleicht sogar 3, aber ich glaube, so hoch war sie gar nicht. Wenn der Gegner halt aufpasst, bis zu so einer Stuka zu Fuß. Naja. Das ist der Vorteil an der Stalin-Orgel, ne? Die macht, glaube ich, vorher keine Leuchtreklame, wo sie jetzt als nächstes hinfliegt. Hinschießt. Streitkräfte neutralisieren einen Sektor. Der Panzer 4 soll sich jetzt um den KW-1 kümmern. Aber wir sehen, der knabbert hier so ein bisschen an der Panzerung vom KW-1, aber mehr auch nicht. Jetzt kommt die Su-85, die hat schon Veteranenstufe 2. Schauen wir mal, was jetzt auf 2. Durchschlagsfähigkeit, und das ist es entsprechend. Vor allem gegen den Tiger 2 dann mit der höheren Durchschlagskraft, das ist nicht mehr ganz so viel Abfall vielleicht. Und da ist die Stalin-Orgel wieder und sie haut rein. Ja. Und das ohne störende Leuchtreklame. Oh. Ha. Wenn er jetzt Pech hat. Ja, genau da fliegt die Rakete hin. Und das MG-32 ist Geschichte. Komplett verloren. Also nicht nur Mannschaft tot, komplett weg. Oh. Und in diesem späten Spiel nochmal neue Einheiten ohne Wettstatus. Ja, er greift schon zu Obersoldaten. Ich meine, er hat Popcap, glaube ich, theoretisch. Ja, 85 von 100 hat er noch ein bisschen frei. Obersoldaten sind halt einfach super effektiv gegen Infanterie. Tiger ist mittlerweile Veteran Stufe 3. Er zeigt aber auch, dass er nicht so viel im Einsatz war, also dass er nicht so effizient war, wie man vielleicht jetzt über die Zeit erhofft hätte. Das ist halt einfach der Mobilität, der fehlende Mobilität geschuldet. Und natürlich dessen, dass da hinten die Su-85 steht. Ich meine, die ist jetzt schon wieder, das ist ja schon die zweite, die ist schon wieder mit 3. Na, das ist es halt. Es geht viel schneller. Jetzt fährt er hier ein bisschen... Ah, macht jetzt hier den Siegpunkt. Ah, nee, ist ja gleich der Siegpunkt. Naja, es geht um Siegpunkte holen. Das Spiel ist recht ausgeglichen. Oh, T-34. Genau der richtige. Genau der richtige Kandidat jetzt, um den Jagdpanzer 4 hier in die Schranken zu werfen. Er macht's auch richtig, er fährt hinten also außen rum. Ne? Und, kümmert sich jetzt mal um die Infanterie, okay. Und er könnte jetzt theoretisch hinterherfahren, aber... Gut, gut. Was macht der Jagd? Der Jagdtiger, die Tiger 2 wird er bringen. Sturmoweg macht hier quasi Aufklärung. Also nicht nur quasi, sie macht Aufklärung. Die 34 hat hier oben geholfen, ein bisschen die Position zu sichern. Da helfen auch die Obersoldaten nicht allzu viel. Aber der T-34 ist auch kein guter Infanterie-Killer. Ne, das kommt dazu. Aber mir fällt auch auf, er stellt sich überhaupt nicht in Deckung, ne? Also, gut, klar, mit LMG macht man auch Entfernung mehr Schaden. Aber, so, steht hier halt mitten auf der Wiese. Ist nicht so effizient, sagen wir es mal so. Na gut, ich glaube, in der Phase des Spiels, da hast du andere Probleme. Wie zum Beispiel hier diesen Obersoldatentrupp zu retten, der jetzt hier gegen den Wett-3 Gardeschützen. Ja, okay, jetzt zieht sich zurück. Also, den Gardeschützen. Ja, das wird schwierig. Den hier richtig herauszukriegen, ne? Die Granate. Ah, mit einer Rauchgranate. Fand ich auch nicht dumm.
Jetzt holt er die Su ran. Er hat die Pack neutralisiert. Nicht schlecht. Aber der verliert den Panzer 4. Wenn er Pech hat. Oh, hat er ein Schwein? Hat er ein Schwein? Jetzt müsste der Tiger 2 zur Verstärkung ranrollen. Wo ist er? Ich höre ihn. Da ist er. Oh, immer diese Ruppen dazwischen drin. Ich weiß nicht, was das ist. Er ist irgendwie. Autsch. Aber einen netten Gruß von der Su-85. Pack hat er wiederbelebt. Okay, Pack ist ziemlich hin. Jetzt würde ich mit dem Obersoldaten. Aber nice. Sehr schön gemacht, jetzt hier den Wettbewerb zu töten, anstatt sich hinten auf die Pack blind links zu stürzen. Das war nämlich auch meine erste Reaktion. Nimm doch hinten die Pack, die ist fast tot. Nee, macht er nicht. Nicht schlecht, Herr Specht. Tja, worauf basiert das Ganze jetzt noch? Also, Punkte gehen hin und her und her und hin. Also entweder wird jetzt sowas durch die Punkte entschieden oder jemand verliert eine Einheit, die das Ganze hier zu Ende bringt. Also das könnte zum Beispiel der Fall sein, ja okay, sollte der Angel jetzt seinen Tiger 2 verlieren, aber das wäre nicht das Ende. Ganz und gar nicht. Also, na gut, schauen wir mal. Ich höre schon wieder die Stuka. Ja gut, zwei Leute vom MG getötet. Sie ist immer noch nicht auf Wett 1. Der Jagdpanzer 4. Ah, er kann genauso unangenehm zuschlagen. Jetzt kommt noch eine Su-85. Aber anscheinend wird sie nicht fertig wegen dem Popcat. Die kostet zu viel. Wird natürlich ungemütlich werden, wenn jetzt eine Einheit stirbt dann entsprechend erstmal die Su-85 kriegt, anstatt die Einheit ersetzen zu können. Jetzt ist die Pack weg. Er hat aber immer noch einen Popcat von 89. Boah, ist das intensiv. Aber genau das ist es, was man ja in so einem Spiel dann am Ende sehen will. Aber da die Konzentration auf Dauer aufrechtzuerhalten, das ist halt schon eine Leistung. Oh, der Kübelwagen, er ist noch. Jetzt ist er. So lange hat er durchgehalten. Jetzt ist er weg. Die Ursoldaten sind jetzt hier auf Kamikaze. Schießt auf die anderen, nicht auf mich! Treffer, wieder Hecktreffer, Motor ausgefallen. Dann, wenn der Motor ausgefallen ist. Ja, ich denke, der Tiger 2 könnte flöten gehen. Ich wüsste nicht, warum das Ganze. Naja, schau mal. Okay, der Russ hat aber 90 Punkte. Das ist halt echt so knapp, ne? Boah. Su 85 weg. Schön. Schön, schön, schön. Oh, Miss, sagt er. Yep. Ja, die Punkte schmelzen ihm halt dahin. Ne? Aber noch wäre es nicht vorbei. Okay, naja, gut. Diesen Dialog hier, den kann man sich echt sparen auf Seiten von Angel. Und die Wiederholung ist beendet. Okay, das am Ende war hier überflüssig. Leider wieder mal ein Symptom des Internets, dem wir auch im anderen Spiel nicht Herr werden, dass sich die Leute ein bisschen mit Respekt begegnen.
das kommt halt auch darauf an, ne? Ob der eine verlieren kann oder eben nicht. Es war ein extrem ausgeglichenes Spiel. Allerdings profitierte Angel hier eindeutig davon, dass er früh Punkte hatte. Also die Punkte beim Kost sehr früh runtergegangen sind. Das gibt ihm natürlich so ein gewissen, dem Angel so ein bisschen Puffer für das Late Game. Und ansonsten muss ich sagen, hat er eigentlich mit seinen Zus hier, der Kost, sehr gut hantiert. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Und ja, gut, er hat jetzt ein bisschen viel von den Dingern verloren. Er hat auch am Ende jetzt sehr viel Infanterie eingebüßt. Weniger tatsächlich durch die eigentlich eher nutzlose Stuka hier. Stuka zu Fuß. Kann man da noch am Ende noch eine Auswertung sehen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Vielleicht nachher dann. Spielerstatistik, nee, das war's. Okay. Doch, tatsächlich, klar, logisch. Schauen wir uns das doch mal an. Mich würde jetzt nämlich interessieren, ob die was gebracht haben hier. Wir sind auch direkt beim Deutschen. Schauen wir mal hier. Schützengarn. 59% Rentabilität, also Effizienz. Ne? Das ist, was ich meinte, du hast halt einfach nicht die Möglichkeit. Und so ein Schützenpanzer, der schmeißt jetzt mal Rauchgranaten und dann sieht jeder, wohin es geht. Besonders effektiv war der tatsächlich der Jagdpanzer 4, das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Tiger 2 eher so, ja, gut. Ansonsten hat er halt gut gespielt, ne? Die Obersoldaten, vor allem die Volksgrenadiere, dass die sich auszahlen, ist nicht so einfach. Man muss sie halt am Leben halten, hat auch gemacht. Er hat hier 3 produziert, 2 verloren und auch sehr zugutehalten muss man dem Angel 0 Obersoldaten verloren und auch sein Sturmpioniertrupp hat er nicht verloren. Also da hat er ordentlich gut aufgepasst. MG, gut, war eher nicht so doll. Er hat halt eine gute, sehr gute Effizienz. Nur halt, wie gesagt, ne? Stuka zu Fuß, kannst du knicken. 59%. Da brauchst du einen Gegner, der nicht aufpasst. Also, dann würde es sich vielleicht schon mehr lohnen, noch so eine Haubitze. Aber pff, die musst du halt auch schon früh bringen und so, naja. Da bist du als OKW-Spieler halt ganz schön benachteiligt, was Artillerie betrifft. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich denke, wir sehen uns, hören uns bald mal wieder. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund vor allem. Kommt gut durch die Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.